Wunderschönen guten Morgen, ich grüße euch und schön, dass Sie wieder dabei sind. Also, heute geht es um emotionale Intelligenz. Also, ich möchte euch einfach erklären, wie Sie jeden Tag Ihre emotionale Intelligenz trainieren können und im Alltag so umsetzen. Also, emotionale intelligente Menschen wissen oft nicht, wie Sie diese Fähigkeit im Alltag ansetzen wollen. Deswegen möchte ich euch auch erklären, wie Sie das jeden Tag umsetzen können. Es gibt einige Punkte, die wir auch nochmal bearbeiten können, sollen. Und von daher möchte ich erstmal erklären, wie Sie das jeden Tag schrittweise, wir haben viele Punkte, und schrittweise so bearbeiten könnten. Der erste Punkt betrifft einfach Tagebuch. Sie sollten zum Beispiel jeden Tag ein Tagebuch haben. Und dort können Sie einfach Notizen machen über die wichtigsten Erlebnisse, die Sie am Tag so erlebt haben. Und so können Sie eine Strategie ausarbeiten, wie Sie in der Zukunft mit solchen Situationen umgehen können. Zum Beispiel, wenn Sie eine schlechte Situation erlebt haben, dann lernen Sie daraus, wie Sie in der Zukunft auch damit umgehen können. Und Sie können zum Beispiel, wenn Sie zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel Ihren Job so verloren haben und für Sie, das ist wirklich schlimm, aber Sie können diese Verlust als Chance noch sehen, weil da haben Sie auch die Möglichkeit, eine neue Stelle irgendwo zu bekommen und Sie können auch neue Leute nochmal kennenlernen. Sie können auch lernen, wie Sie zum Beispiel sich bewerben können und so können Sie auch einfach gucken, nicht nur auf die negative Sache sich zu fokussieren, sondern auch auf die, es wird einfach auf die Chancen einfach zu gucken. So können Sie einfach die Sache anstatt immer auf die negative Seite zu gucken, sondern auch positiv zu gucken. Wenn Sie zum Beispiel, ich nehme nochmal ein zweites Beispiel, wenn Sie zum Beispiel eine Freundin so, ja, verloren haben oder wenn Sie sich getrennt haben oder keine Ahnung. Eine Trennung bedeutet nicht, dass es ist einfach das Ende der Welt, sondern es ist auch eine Chance, um neue Freunde oder neue Freundinnen nochmal zu bekommen. Also man sollte einfach nicht die Welt geht nicht runter, weil wir eine Freundin oder einen Freund verloren haben. Es gibt auch neue Freunde oder neue Freundinnen draußen, die wir zum Beispiel kennenlernen könnten, um einfach die alte einfach zu vergessen. Und Sie sollten auch wissen, jeden Tag wird einfach etwas neu passieren. Und jeden Tag wird, wenn Sie heute zum Beispiel, wenn Sie gestern eine schlechte Erfahrung gesammelt haben, dann sollten Sie heute eine neue Erfahrung, Sie sollten einfach alles neu einfach gucken und nicht immer an diese negative Erfahrung nochmal dran zu denken. Es ist schon die Vergangenheit, Sie können nichts mehr da ändern und es gehört wirklich zu der Vergangenheit. So sollten Sie positiv, clever und effektiv jeden Tag starten. Und mit einem Tagebuch klappt es wirklich ganz, ganz besser. Und der nächste Punkt, ja, betrifft einfach die Ruhe. Man sollte auch jeden Tag einfach üben, ruhig zu bleiben, egal ob Sie im Stress sind oder ich weiß es nicht, was für eine Situation Sie momentan im Leben so haben, bleiben Sie einfach ruhig. Das ist so wichtig, die Emotionen zu kontrollieren, weil wenn Sie Ihre Emotionen nicht kontrollieren können, dann werden die Emotionen Sie kontrollieren. Und es wird einfach nicht so gut, weil die Leute werden einfach merken, Sie sind eine schlechte Person, alles was Sie zeigen, alles was Sie hervorrufen, ist einfach nur schlecht. Eigentlich sind Sie keine schlechte Person, es ist nur, weil Sie im Stress sind, dann zeigen Sie eine andere Charakter, was eigentlich Sie nicht sind. Ein anderes Verhalten. Deswegen sollten Sie wirklich jeden Tag üben und wenn Sie aufstehen, dann merken, dann entscheiden Sie sich und sagen Sie einfach, Entschuldigung, heute ist der Tag, wo ich einfach ruhig bleiben möchte. Egal was ich so heute erlebe, möchte ich einfach ruhig bleiben. Ich möchte meine Emotionen einfach kontrollieren und ich möchte nicht, dass meine Emotionen nicht kontrollieren. Also, entscheiden Sie sich jeden Tag, wenn Sie aufstehen. Ich und nicht meine Emotionen. Ich werde meine Emotionen kontrollieren und ich lasse nicht zu, dass die Emotionen mich kontrollieren. Und Sie sollten sich einfach auch spiegeln und auch gucken, wie Sie in manchen Situationen so reagieren.
Wie reagieren Sie sich, wenn Sie zum Beispiel unter Stress sind? Wenn eine Sie zum Beispiel ärgert, wie reagieren Sie sich? Und so können Sie auch in der Zukunft ein bisschen Sie persönlich kennenlernen und einfach die Sache umändern, wie Sie zum Beispiel in der Zukunft reagieren können, wenn Sie zum Beispiel ja, von anderen Menschen so geärgert werden. Und dann können Sie zum Beispiel eine Lösung finden, wie Sie sich einfach nochmal kontrollieren können, wie Sie Ihre Emotionen kontrollieren können. Und Sie wissen schon, wenn Sie etwas Negatives rauskommen, dann werden die Leute Sie zum Beispiel als negative Leute oder als, keine Ahnung, schlechte Person einfach gestempelt, obwohl Sie eine gute Person sind, dann werden die Leute einfach Sie in eine Schublade so stellen. Und Sie sollten auch daran denken, eine negative Reaktion in stressiger Situation kann die Lage nur verschlimmern. Also es bringt nichts, negative Sache wenn zu erzählen oder sich einfach unruhig einfach zu bewegen, wenn man einfach in Stress ist. Also außerdem beeinflusst es euer Verhältnis zu anderen Menschen, auch noch wenn der Moment oder die Lage sich verbessert hat. Die Leute haben einfach im Kopf, diese Person war schlecht, weil sie haben einfach etwas Schlechtes gezeigt. Und der nächste Punkt, das ich mit euch nochmal besprechen möchte, ist einfach eine positive Einstellung. Das ist so wichtig, jeden Tag, wenn Sie aufstehen, eine positive Einstellung, wirklich sich eine positive Einstellung, einfach für eine positive Einstellung sich zu entscheiden. Das ist so wichtig, weil wenn Sie einfach negativ sind, dann werden Sie alles, was im jeden Tag einfach passiert oder im Alltag so passiert, einfach immer nur negativ. Das ist so wichtig. Ich appelliere euch wirklich, daran zu arbeiten. Egal, was im Leben so passiert, egal, sollten Sie einfach als Chance auch nehmen. Auch wenn Sie sich getrennt haben von Freunden, von Partnern, sehen Sie das als Chance, weil es ist eine Möglichkeit, einen neuen Partner oder eine neue Partnerin zu bekommen und neue Leute einfach kennenzulernen. Wenn Sie zum Beispiel Ihren Job verloren haben, es ist nicht so schlimm, es ist nicht das Ende der Welt, sondern es ist eine Möglichkeit, eine neue Stelle irgendwo zu bekommen. Es ist eine Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Es ist eine neue Möglichkeit, neue Umwelt kennenzulernen. Neue Büros, alles neu. Und wenn Sie, egal was im Leben so passiert, Sie sollten einfach alles, Sie sollten optimistisch bleiben, Sie sollten positiv bleiben. Es wird besser. Auch wenn Sie jetzt die Lösung nicht finden, Sie werden die Lösung irgendwo in 2 Wochen oder 1 Woche finden. Sie sollten sich wirklich nicht, Sie sollten einfach Ihre Emotionen kontrollieren, positiv bleiben, egal was im Leben so passiert. Es wird besser, morgen wird es besser. Und lassen Sie die Vergangenheit, wo die Vergangenheit ist. Sie sollten nicht mehr immer jedes Mal die Vergangenheit in Ihre Zukunft einfach mitschleppen. Und Sie sollten einfach auch nicht in der Zukunft leben, sondern im Jetzt leben. Was mache ich jetzt? Was möchte ich jetzt machen? Entscheiden Sie sich für jetzt. Für heute, also was Sie heute machen wollen, ist eine positive Einstellung, einfach daran zu arbeiten. Dann machen Sie jetzt. Und so können Sie jeden Tag einfach die Sachen ändern und einfach anders sehen. Der nächste Punkt ist, betrifft einfach die Dankbarkeit. Das ist auch sehr wichtig, jeden Tag im Leben, egal wie es wirklich ist, dankbar zu sein, wenn Sie aufstehen. Sagen Sie, Sie sind so dankbar, am Leben noch zu sein. Viele Menschen sterben, sind dankbar, mindestens das Essen zu haben. Sie sind so dankbar, einen Job zu haben. Sie sind so dankbar, Kinder zu haben. Sie sind dankbar, eine Familie zu haben. Viele Menschen haben diese Möglichkeit nicht oder diese Chance nicht. Sie sind so dankbar, Freunde zu haben. So dankbar, Nachbar zu haben. Gute Nachbar sogar zu haben. Sie sind so dankbar, alles im Leben zu haben. Wieso sollten Sie sich immer jeden Tag jammern? Wenn Sie jammern, dann werden Sie einfach immer nur Probleme sehen. Und wenn Sie einfach dankbar sind, dann sehen Sie einfach, Sie sehen einfach die anderen Möglichkeiten, wie die Türen sich öffnen. Also, erfolgreiche und clevere Menschen, wie Sie eine
emotionale Intelligenz verfügen, üben Sie jeden Tag ganz bewusst. Ich persönlich, ich übe wirklich diese emotionale Intelligenz jeden Tag. Und ganz besonders die Dankbarkeit. Es ist mir so wichtig, einfach dankbar zu sein. Es ist mir wichtig, positiv zu sein. Es hilft mir, die Welt anders zu sehen, die Menschen anders zu sehen, meine Probleme anders zu sehen. Ich sehe sowieso nicht, dass ich Probleme habe. Ich merke einfach nur, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Egal, wie es lange dauert. Ob ich jetzt die Lösung finde oder später finde, für mich ist es einfach wichtig, in meinem Kopf einfach zu behalten, dass auch wenn ich jetzt die Probleme nicht lösen kann, ich werde diese Problem morgen lösen und von daher, und ich bin immer so dankbar, am Leben zu sein. So dankbar, alles, was ich habe. So dankbar, das Essen zu haben. So dankbar für alles, für die Freunde, für die Menschen. Also so dankbar. Und so können Sie einfach Ihre Wertschätzung auch erhöhen. Und es vergrößert automatisch die Loyalität der Menschen in Ihrer Umgebung und so ist es einfach wichtig. Der nächste Punkt betrifft einfach die Körpersprache. Wenn Sie mit einer Person so ein Gespräch führen, achten Sie wirklich darauf, dass Sie Ihre Körpersprache einfach entspricht, was Sie momentan gerade auch sagen. Es könnte passieren, dass Sie etwas Gutes sagen, aber die Körpersprache sagt was anderes. Und das ist nicht so gut, weil die Leute einfach, sie signalisieren ein falsches Signal und die Leute denken, wow, das ist wirklich schlecht, was Sie da erzählen, weil die Körpersprache ist was anderes. Wenn ihr eure Mitmenschen sorgfältig beobachtet, um ihre Mimik oder Gestik anzuschätzen, wisst, dann könnt ihr besser beurteilen, wie sie sich euer Gegenüber wirklich sich fühlen. Also von daher beobachten Sie genau ihr Gegenüber, ihre Mitmenschen, wie sie reagieren, wenn sie ein Gespräch so führen. Und so können sie auch in der Zukunft auch ein bisschen ihre Körpersprache ein bisschen verbessern oder fördern. Man kann das auch jeden Tag trainieren. Wenn Sie können auch im Fernseher gucken, wie die Menschen so reden und dann gucken Sie einfach, wie ihre Körpersprache ist und dann können Sie auch selbst zu Hause trainieren. Der nächste Punkt betrifft einfach jetzt, ja, Sie sollten einfach manchmal, ja, wie soll ich das erklären? Also, man nennt das normalerweise die Empathie. Das ist einfach der Schlüssel, um andere Menschen von euch zu überzeugen. Sie gibt ihnen das Gefühl, dass euch etwas an ihrer Meinung, ihrer Zufriedenheit und ihrer persönlichen Erfolg liegt. Menschen, die dieses Gefühl haben, zahlen auch euch diese Aufmerksamkeit in Form ihrer Unterstützung zurück. Emotionale intelligente Anführer ziehen immer in Betracht, wie sich in Entscheidungen und Situationen auf andere auswirken. Also zum Beispiel, es ist auch wichtig, manchmal ein bisschen sich auch zu spiegeln und zu kennen, um sich besser zu kennen, um zu gucken, wie man wirklich auch reagiert. Und es ist auch besser, einfach manchmal, bevor man eine Entscheidung trifft, auch diese Entscheidung auf uns wirklich, man sollte sich fragen, wie wäre das, wenn ich an die Stelle von diesen Leuten wäre? Wäre das gut für mich oder schlecht für mich, solche Entscheidungen? Deswegen sollte man immer ein bisschen gucken, wie man das tut. Ich freue mich einfach, das Video mit euch geteilt zu haben und freue mich, das nächste Video nochmal mit euch zu teilen.